Die neuen Corona-Regeln stand 16.04.2020. Guten Tag, mein Name ist Alexander Brenereck. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und Fachanwalt für Mietrecht. Und heute haben wir ein nicht ganz so spezifisches Thema, was uns gleichwohl alle betrifft. Ich weiß, der eine oder andere Zuschauer kann von Corona schon nichts mehr hören. Mir sehr liebe und wertvolle Stammzuschauer haben sich schon verabschiedet, weil ich nur noch Corona bringe. Das wird sicherlich auch wieder anders werden, aber zurzeit habe ich einfach so viele Fragen dazu und merke, wie die Leute das interessiert. Und ja, letztendlich geht es hier darum, ihre Fragen, ihre mehrheitlichen Fragen zu beantworten. Wir machen 2 Videos am Tag zu Corona. Ich streue jetzt aber auch nach und nach, wie Sie merken, wieder ein paar andere Videos ein. Das sind teilweise die, die wir schon vor Corona vorproduziert hatten und die wir noch gar nicht veröffentlichen konnten, weil einfach hier eine Frage die andere jagt. Und wir werden demnächst auch einen Livestream nochmal zu Corona machen, wo dann nochmal speziell alle Fragen gestellt werden können. Den Termin gebe ich dann noch bekannt. Heute geht es ganz elementar um die Fragen der neuen Regelungen, die die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten abgestimmt hat. Wie ist das einzuordnen? Das ist die Basis, aufgrund derer jetzt in den einzelnen Bundesländern die Bestimmungen angepasst werden. Das heißt nicht, dass nicht in den einzelnen Bundesländern schärfere Bestimmungen gelten können, beziehungsweise teilweise vielleicht sogar auch noch das Ganze etwas gelockert wird. Auf jeden Fall wird es aber konkretisiert. Das heißt, Sie müssen, wenn Sie es ganz genau wissen wollen, immer noch mal darauf achten, was in Ihrem jeweiligen Bundesland dazu passiert. Ich werde, wenn ich die jetzt gleich vorstelle, immer noch so ein bisschen sagen, worauf man da vielleicht genauer achten muss, beziehungsweise wo ich davon ausgehe, dass das auf eine bestimmte Art und Weise vielleicht geregelt werden könnte und welche Fälle dort vielleicht auch noch reinfallen, die jetzt konkret nicht in dem 10-Punkte-Papier da oder so in den 10 Punkten, die da so im Wesentlichen besprochen haben, enthalten sind. Das erste ist, die Kontaktbeschränkungen sollen nach wie vor auf 1,50 Meter bestehen bleiben. Das heißt, alle, die nicht in einem gemeinsamen Haushalt, immer darauf achten, es kommt hier nicht auf irgendwelche verwandtschaftlichen Verhältnisse an. Also soweit man nicht so wird das in der Regel dann ausgestaltet, ja, soweit man nicht in einem gemeinsamen Haushalt ist, also zwischen Arbeitskollegen, beim Einkaufen, zwischen Freunden, Bekannten, die sich auf der Straße treffen, 1,50 Meter Abstand. Drinnen, draußen 1,50 Meter. Die sind generell einzuhalten. Das wird sich dann in den entsprechenden Verordnungen vermutlich dieser 1,50 Meter auch immer wiederfinden. Sollen die Bürgerinnen, BürgerInnen, ja, die sollen auf private Reisen und Besuche, auch was die Verwandtschaft betrifft, verzichten. Also das ist als Soll hier so, als Sollvorschrift, ne? Wie das dann im Einzelnen wieder in den einzelnen Bundesländern geregelt wird, wird wieder etwas unterschiedlich sein, teilweise rigoros verboten, teilweise eben unter bestimmten Voraussetzungen dann eben doch erlaubt werden. Da wieder genauer nachgucken. Übernachtungsangebote nur für notwendige, nicht touristische Zwecke. Auch da muss man wieder ganz genau gucken, was das jeweils bedeutet, was ist notwendig. Ja, also natürlich, wenn systemrelevante Arbeitnehmer irgendwo übernachten müssen oder so, das wird sicher auf jeden Fall notwendig sein, wenn die dann ab dem ersten, also ab dem nächsten Montag, das ist ja nicht der erste, ab dem nächsten Montag von heute an, das Datum habe ich jetzt gerade nicht genau, muss mal kurz gucken, welches Datum ist das, das wäre dann der 20.04., also da kommen wir noch gleich dazu, was, wenn da mehr viele Geschäfte wieder geöffnet und so weiter und die haben ja auch Mitarbeiter, alles, also da, wenn die dann irgendwo übernachten müssen oder so, solche Sachen wären dann auf jeden Fall auch sicherlich notwendig in diesem Sinne, notwendig zum Betrieb der ansonsten ja gestatteten Unternehmen. Theater, Opern, Konzerthäuser, Zoos, botanische Gärten, Spiele und Sportplätze, Spielplätze auch, ja, bleiben weiterhin geschlossen. Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen, Restaurants auch. Auch da wieder bitte in die konkreten Verordnungen reingucken, wobei da wird keiner
aus der Reihe tanzen. Wir haben das in Berlin und Brandenburg zum Beispiel, ich weiß jetzt, weil ich selber Vereinsvorstand bin eines Segelclubs. Also wir haben da zum Beispiel in Berlin und Brandenburg schon mal wieder unterschiedliche Regelungen, was diese einzelnen Sportanlagen betrifft. So kann zum Beispiel, sind die Vereine gesperrt, während die privaten Marinas bestimmte Dinge machen können. Das ist auch wieder in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich. Also da muss man wirklich sehr genau hingucken, ob das... Das Problem ist, zum Beispiel regen sich ja viele darüber auf, dass die Spielplätze draußen gesperrt sind. Hier bei uns auf dem kleinen Dorf auch, wo sowieso immer nur 3, 4 Kinder spielen draußen, könnte man natürlich sagen, das ist vielleicht ein bisschen Quatsch, aber das ist halt so, es gibt halt sehr unterschiedliche Spielplätze und zum Beispiel in Berlin die Spielplätze sind natürlich anders frequentiert und auch in Brandenburg weiß man nicht bei dem einen oder anderen Platz dann nachher, ob denn da nicht doch sehr viele Leute sich treffen, sodass diese komplette Sperrung erstmal durchaus sinnvoll sein könnte. Genau wissen das wir alle nicht. Ja, also da brauchen wir auch jetzt nicht wieder in den Kommentaren bitte nicht sauer sein, ja, und da jetzt wieder alles sagen, alles doof. Ich weiß es ja auch nicht, aber ich kann es erklären. Ich sage, ich denke, dass es halt zumindest ein Unterschied ist, auch wenn man sogar zum Beispiel Kinder wieder in die Kitas lassen würde, da gibt es eine einheitliche Kontrolle, während auf so einem Spielplatz ja jeder hingeht und man sich ja dem auch schlecht entziehen kann. Ja? Also da gibt es ja keinen, der das kontrollieren kann. Das ist auch das gleiche Problem, was wir eben zum Beispiel auch in den Vereinen haben mit den ehrenamtlichen Vorständen und im Vergleich dazu zu den gewerblichen Marinas. Ja, das habe ich auch so meinen Mitgliedern erklärt. In so einem Verein, so ein ehrenamtlicher Vorstand, der kann sich jetzt ja dann nicht hinstellen und immer das Vereinsgelände kontrollieren, während ein gewerblicher Geschäftsführer zum Beispiel von so einer Marina, der ist halt schlichtweg verantwortlich. Wie der das organisiert, mit welchen Hilfskräften, mit welchen Öffnungszeiten, ist seine Sache. Der steht dafür gerade, ist dafür haftbar. Und das ist einfach ein Unterschied. Ja? Wie immer gucken, wenn man sich, bevor man sich aufregt, wie können bestimmte Dinge in der Praxis überhaupt kontrolliert und durchgesetzt werden. Und ganz viele Aufregungen, die ich auch bei Facebook erlebe, über vermeintliche Ungleichbehandlungen und Unklarheiten, sind einfach dem geschuldet, dass sich bestimmte Dinge verantwortlich kontrollieren lassen und andere Dinge nicht verantwortlich kontrollieren lassen. Und wenn da ein Unterschied ist, dann können Sie auch leichter verstehen, warum das eine erlaubt ist, das andere nicht. Nichtsdestotrotz gibt es einen riesen Graubereich, wo man sagt, ja, das versteht man nicht. Ja, und ich werde auch demnächst noch über die Demonstrationsfreiheit berichten, die Versammlungsfreiheit, die sehr, sehr stark beschränkt ist im Moment. Und da gibt es erste Urteile vom Verwaltungsgerichtshof in München zum Beispiel, der gesagt hat, das ist too much. Also der hat die wieder gelockert. Ja, darüber reden wir aber noch erstmal. Das sind diese konkreten Ausführungsbestimmungen, die in Bayern sehr, sehr streng sind. Herr Söder macht da so ein bisschen auch den harten Mann, ja, was mir teilweise gut gefällt. Teilweise hört man aber auch, der prescht da immer so im Alleingang vor. Das ist, ja, vielleicht dann auch wieder, fällt wieder unter die Rubrik, die ich ansonsten beklage. Jedes Dorf macht da wieder seine eigenen Regelungen. Die Leute profilieren sich. Ja, genauso, wenn sich jetzt so einzelne Ministerpräsidenten wie Herr Laschet profilieren wollen und sagen, wir öffnen besonders viel und die böse Kanzlerin und so weiter. Also das ist natürlich dann wieder die Kehrseite des Föderalismus in so einer Krise jetzt. Ja, da kommen halt auch, ist nicht alles Gold, was glänzt, wie man sieht. Ja, wenn jetzt die Politiker anfangen, darüber Politik zu machen. Das fand ich in den letzten Wochen, es gab ja viel Kritik hier auch auf dem Kanal, aber ich fand das in den letzten Wochen eigentlich gut, wie die ganze Sache ruhig lief. Und Sie wissen, wie kritisch ich hier immer mit der Gesetzesarbeit der letzten Jahre dieser Bundesregierung umgegangen bin, wo ich wirklich gesagt habe, die wesentlichen Sachen wurden einfach schlichtweg nicht angepackt. Aber jetzt in der Krise kommen natürlich die Qualitäten auch, die die Kanzlerin hat, wirklich zum Vorschein. Dieses ruhige, unaufgeregte Vorgehen, ohne sich da selbst zu profilieren, ist mir persönlich sehr, sehr angenehm. Man könnte ja ein bisschen sagen, ist ja auch ein bisschen fies, aber wir lassen halt schlichtweg einfach andere Länder jetzt den Vorrang beim Testen von irgendwelchen Dingen. Und die müssen auch die Konsequenzen dann stärker tragen als wir. Das ist ja eine Strategie, die ist etwa so vergleichbar aus meiner Sicht, wie wenn Sie früher nicht wussten als Kinder, ob das Eis schon trägt, dann wurden halt welche vorgeschickt. Alle, die sich jetzt so aufregen, waren wahrscheinlich die, die dann vorgegangen sind, im Zweifel eingebrochen sind. Ich ganz persönlich gebe zu, dass ich da eher zurückhaltend war. Nicht überängstigt, ich bin aufs Eis gegangen, aber ich hatte nie was dagegen, wenn wir schon mal 3, 4 vorher drauf getont haben.
Ja, und ich bin auch nie eingebrochen. Ja. Also muss jeder selber wissen, was er da gut findet. Sehr stark kritisiert Punkt 5 auf unserer Liste. Gottesdienste bleiben verboten. Die Religionsfreiheit ist sehr stark, wobei man aber auch andererseits sagen muss, dass die Religionsausübung auch anders geht. Gottesdienste live, also in der Kirche, sind doch für die meisten Leute nicht essentiell, was die Ausübung ihrer Religionsfreiheit betrifft. Die, die jetzt streng religiös sind, werden das anders sehen. Da bitte ich um Nachsicht. Aber es wird so in der Masse, wenn man jetzt ganz von oben rauf guckt, auf die Masse muss man ja mal gucken, ja, dann würde man sagen, da ist es wahrscheinlich so, dass das auch nochmal geht. Ja, spiegelt ein bisschen das Bewusstsein in der Gesellschaft wider, Religion ist eben doch nicht alles. Aber wie gesagt, ich weiß, dass es für manche Menschen anders ist und bei denen entschuldige ich mich jetzt schon, aber so wäre meine Einordnung. Ja, ich wundere mich aber ein bisschen und wenn da einer klagen würde, ich bin nicht ganz sicher, ob das nicht ein kippeliger Punkt wäre, dieses absolute Verbot. Ja. Schreiben Sie da übrigens gerne nochmal auch ruhig rein in die Kommentare. Ich weiß, ich gehe im Moment zu wenig auf Kommentare ein, weil ich einfach zu viele Themen habe und sowieso schon so viele genervt sind über die Corona, ständigen Corona-Videos. Aber ich habe dies schon im Blick. Ich gucke da immer mal so rüber. Ab und zu merken Sie auch, mache ich auch mal ein Like, wenn mich irgendeine Aussage sehr gut finde. Nicht immer schaffe ich es, aber ich versuche es. Und dadurch habe ich auch ein bisschen im Blick, was sie so bewegt. Ja? Und manchmal nehme ich auch sowas auf. Und gerade bei den Religionen würde mich jetzt schon interessieren, wenn der eine oder andere sagt, ja, aber ich brauche aber diesen Gottesdienst unbedingt, sonst geht es mir schlecht. Ja? Großveranstaltungen bleiben bis zum 31.8., bis zum 31. August verboten. Also alle, die jetzt so Karten haben, irgendwas gekauft haben, da komme ich in einem gesonderten Video zu, was damit ist eigentlich. Die Bundesligaspiele vor Publikum werden in dieser Saison nicht mehr stattfinden, wird da ausdrücklich gesagt. Was aber nicht heißt, dass diese Geisterspiele nicht dann doch stattfinden können. Jetzt ganz, ganz wichtig für alle, die gerne live so richtig einkaufen. Einzelhandel soll ab Montag wieder geöffnet werden und natürlich wichtig für alle, die ein Geschäft haben. Ja? Ab Montag, wäre dann der 20. April, wird der Einzelhandel größtenteils wieder offen haben, ausgenommen Shopping-Malls und Geschäfte ab 800 Quadratmetern Flächen. Da werden sich für viele Mieter in solchen Objekten, in großen Einkaufszentren, Fragen stellen, wenn zum Beispiel der Ankermieter, der große Mieter zu hat, aber sie selbst öffnen können, ob sie dann auch müssen, wie es mit der Mietminderung ist. Auch dazu werden wir Videos machen. Vor allen Dingen werde ich dazu aber nochmal ein Live-Chat machen mit dem Kollegen Willkommen. Live allerdings nicht live hier vor Ihnen, sondern wir zeichnen es auf. Ja, aber ich werde mit ihm sozusagen unvorbereitet über diese Themen nochmal sprechen. Da haben wir uns schon verabredet. Also alle Mieter, insbesondere die Gewerberaummieter, ruhig nochmal dranbleiben. Wir hatten im letzten Video zum Mietrecht, mein Kollege Willkommen und ich, diese Gewerberaummiete noch nicht für alle Konstellationen besprochen. Es wäre das zu lang geworden und wir hatten es teilweise auch noch nicht richtig durchdacht. Ja? Da hat mich der Markus nämlich jetzt gerade nochmal darauf hingewiesen, heute Morgen im Telefonat. Wir werden dann nochmal wie sieht das in Einkaufszentren aus und so. Und das werden wir nochmal anhand der dann aktuellen Regeln nochmal Anfang nächster Woche telefonisch besprechen und dann hier auch senden. Wie übrigens auch werde ich ihn zu den ganzen Sachen Baurecht, Baugeschichten und so befragen und zum Thema Architektenrecht werde ich ihn auch befragen. Dann Autohäuser, Fahrradhändler und Buchhändler dürfen unabhängig von der Größe öffnen. Also da geht alles auf, egal wie viel Quadratmeter die haben. Autos sind wichtig. Ja, na gut, ich meine, da hängt so viel Industrie dran. Wenn da die Autos nicht mehr verkauft werden, da hängen so viele Arbeitsplätze dran. Mag vielleicht ein bisschen dem Ganzen geschuldet sein. Ob das, also es werden hier schon sehr stark Wertungen vorgenommen. Das kann ich nicht verhehlen. Aber oh, ja, so ist es jetzt einfach erstmal. Damit müssen Sie rechnen. Ja. Friseure dürfen den Betrieb unter Einhaltung der Hygienevorschriften am 4. Mai wieder aufnehmen. Ich habe Mitarbeiter, die haben sich mittlerweile einen Haarschnitt gemacht wie ich hier, ja, also, weil sie nicht mehr zum Friseur kommen. Und Anja überlegens, für die wird das natürlich eine gute Nachricht sein, wenn sie dann ab 4. Mai wieder Haare schneiden lassen können. Wobei, ich kann Ihnen nur sagen, so aus dem, was ich hier so höre, Zahnärzte sehr problematisch. Ja, die eben sehr dicht am Mund rumfummeln, Friseure auch. Also ich persönlich empfehle nach wie vor
allen Männern, zumindest mein Haarschnitt. Die Frauen sagen natürlich wahrscheinlich, ist mir doch ein kleines bisschen kurz. Ne? Lange Haare sehen auch schön aus. So, ja? Also insofern würde ich persönlich mit dem Friseur noch vorsichtig sein. Natürlich werden jetzt die ganzen Friseure, die jetzt zugucken, sagen, Bredereck ist ein Idiot, verstehe ich auch wiederum. Aber ich bin, sie sind eh nicht, also ich bin ja eh für sie schlecht. Wer sich selbst die Haare schneidet, der ist ja bei Friseuren sowieso nicht so beliebt, da kann ich mir nichts mehr versauen. Ja? Dann ganz wichtig, Schulen. Ab 4. Mai sollen die schrittweise den Betrieb aufnehmen. Es wird vermutlich, ist alles noch in der Diskussion in den einzelnen Bundesländern, soweit ich es von Berlin und Brandenburg so hier gehört habe, wohl in die Richtung gehen, dass Abschlussklassen aufmachen. Auf jeden Fall alles, was vorm Abitur steht, da wird in Berlin gerade diskutiert, habe ich heute Morgen gesehen, finden die Prüfungen statt oder nicht. Finde ich sehr, sehr unzumutbar für die Schüler, muss ich sagen. Also ich glaube, die Politiker können sich oft einfach nicht mehr in die Situation zurückversetzen, als sie selber mal vor Prüfungen waren. Ja? Wie blöd ist das denn? Sie wissen noch nicht 14 Tage vorher, ob nachher die Prüfung stattfinden. Also das fand ich zum Beispiel sehr unangenehm, ja? das für die Schüler. Das ist auch immer, diese Bildungspolitiker ist auch ganz, ganz schlecht, so was ich da so auf Landesebene bisher selbst persönlich so erleben durfte immer. Wundert mich alles gar nicht, ja. Also gut, so ist es halt jetzt. Hoffentlich kommen die da aus dem Puschen. Und dann letzter Punkt, Alltagsmasken werden dringend empfohlen. Also man soll dann draußen jeweils überall Masken tragen. Wo die Masken herkommen sollen, ist mir nicht klar. Man kann sich natürlich alles Mögliche selber nähen. Aber da wäre es ja nun wirklich jetzt mal an der Zeit, dass auch mal wir versorgt werden. Ja, dass man auch einfach mal schlichtweg Masken kaufen kann wieder. Das wäre doch eine super Idee. Ja. Insbesondere, wie ist das mit Arbeitgebern? Also ich muss jetzt sagen, ich habe mich auch keine Zeit gehabt, mich so richtig darum zu kümmern, aber wie kann ich jetzt mal, für mich würde es hier sehr, sehr vorteilhaft sein, wenn wir Masken hätten, aber ich vertraue da doch diesem selbstgenähten Zeug nicht so sehr. Ja. Natürlich ist es sicher besser als gar nichts, aber ich möchte eigentlich so eine Art OP-Maske haben, weil das haben die früher benutzt und egal, was mir jetzt die Politiker erzählen, die und das Robert-Koch-Institut an der Stelle keine rühmliche Rolle, erst weil wir nicht genug Masken bestellt haben und nicht genug haben, sagen wir dann erstmal den Leuten allen, die helfen nicht. Ja, also das ist ja eine Verarschung des Publikums, die es mir dann auch manchmal schwer macht, für die ansonsten aus meiner Sicht sehr sinnvollen Vorgehensmaßnahmen des Robert-Koch-Instituts hier für Verständnis zu werben. Ja, das habe ich auch übrigens aber auch von Anfang an gesagt, dass ich das nicht glaube. Warum soll ich etwas, was im OP hilft, auf der Straße auch helfen? Ja, völlig unlogisch und ja, Volksverarschung, muss man an der Stelle leider so sagen. Ja, das waren die Punkte, die aus meiner Sicht jetzt wichtigsten Punkte, die ich hier mal so gefunden hatte. Ich hoffe, dass die Länder das so umsetzen, dass es nicht mehr Chaos als Klarheit wieder bei rauskommt, wie das ein bisschen bei den letzten Maßnahmen vor Ort teilweise war, mit denen ich zu tun hatte. Also wie gesagt, Vereinsgeschichten, da haben wir hier in Berlin üble Sachen erlebt. Polizei gibt Dinge raus, die dann die Innenverwaltung wieder einfängt. Das ist ja nur eigentlich der Dienstherr. Wäre so, wie wenn meine Mitarbeiter jetzt an die Mandanten irgendwelche Schriftsätze schicken und ich hinterher wieder sage, das war nicht so gemeint. Ja, alles falsch. Ein bisschen absurd, aber auch mit diesen Absurditäten gehört irgendwie auch dazu, müssen wir umgehen. Wir werden aus dieser Krise, um zum Abschluss ein bisschen Mut zu machen, gestärkt hervorgehen, was diese ganzen juristischen Dinge betrifft. Wir werden auch immer wieder daran erinnern, wie ich das ja aber auch erfolglos natürlich in vielen anderen Bereichen machte, im Arbeits- und Mietrecht, wenn wir uns die Sachen auch immer wieder sagen, ey Leute, Politiker, schafft jetzt klare Regelungen, damit wir beim nächsten Mal bitte ein bisschen besser aufgestellt sind. Und da sind dann, auch wenn es teilweise kritisiert wird, aber ich selbst bin ja mit dem Föderalismus da an der Stelle nicht zufrieden, aber man muss natürlich sagen, man wird natürlich sehr genau auswerten können hinterher, wie war das denn in den einzelnen Bundesländern? Was hat geholfen? Was war produktiv? Was war kontraproduktiv? Wie ist es mit diesen Gesetzen, die teilweise erlassen werden? Stichwort Bayern. Was ist davon wirksam? Also einige Sachen stellen sich jetzt raus, sind vielleicht gar nicht so schlecht für die weitere Rechtsentwicklung, weil wir dadurch natürlich auch Urteile bekommen und die müssen dann später halt umgesetzt werden, sonst kann man die Politik immer sagen, hier guck mal, was ihr da weiter drin stehen habt, das hat doch schon
Verwaltungsgerichtshof XY gesagt, geht doch gar nicht. Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie gerne den Kanal. Drücken Sie diese Glocke schön, dann kriegen Sie immer frische Corona-Videos und zunehmend auch anderen, auch die, die jetzt mir den Rücken zugekehrt haben. Kommen Sie jetzt wieder zurück. Es gibt wieder das bisschen Normalität, kommt langsam wieder rein. Ciao.